Tommy schließt auf. Tommy ist noch mal da. Bis nach 9 Uhr. Tommy ist hier. Heute haben wir Donnerstag. Tja, liebe Leute, hinterher ist man natürlich immer schlauer, was das Auto betrifft. Im Nachhinein hätte ich einfach mitkommen müssen. Und dann hätten wir ihn halt nicht gekauft, aber dann hätten wir immer noch kein Auto gehabt und hätten irgendeinen anderen gekauft, aber wir hätten das Geld eben noch und nicht diese. Jetzt hat man den ja an der Backe und muss den irgendwie nutzen. Irgendwann die Woche kommt wohl der Gutachter von der GTÜ, der den Wagen getüft hat. Und wird sich nochmal rechtfertigen müssen. Und dann haben wir ja die Hoffnung, dass die im Grunde genommen, weil sie einer Sorgfaltspflicht sind, dass sie das in dem Zustand versetzen. Ne? Weil im Grunde genommen hat die gute Dame ja recht. Der TÜV ist erteilt worden bei dem Auto. Und du als Verkäufer gehst ja dann davon aus, wenn du vorher nicht irgendwie mit dem rumgemauschelt hast und nicht davon weißt, ja, gehst du als Verkäufer ja davon aus von dem Auto oder als Besitzer von dem Auto, wenn der TÜV verteilt wird, dass es verkehrssicher ist. Und dann kannst du natürlich auch einen guten Glauben verkaufen. Realistisch betrachtet aber ist es so wie beim Fahrradankauf für 20 Euro irgendein Stevens im Bestzustand oder so oder XT-Ausstattung oder sowas. Ist es ja so, dass wenn du als TÜV-Prüfer reingehst in das Auto und du siehst, du machst den Motor an, du hörst irgendwie, oh Mann, der ist aber ganz schön durch. Und du siehst überall, wie der aussieht. Und dann liest du auf dem Tacho 30.000 Kilometer. Dann stellst du dir die Frage, ey, da gucke ich mal genauer hin. Also wenigstens, da gucke ich mal genauer hin. Frag vielleicht mal nach, was da passiert. Ne? Und übernehme nicht den 30.000 Kilometer Kilometerstand da. Es ist ja absurd. Ja. Wie auch immer, eigentlich ist der TÜV jetzt in der Pflicht natürlich dadurch. Die haben sich schön rausgeredet. Vielleicht haben sie eine Absprache gehabt mit dem TÜVer oder so. Haben gesagt, du pass auf hier, wir kennen uns, machen mal TÜV drauf auf das Ding. Wollen wir nochmal fahren zu Jahre und so. Wie auch immer. Aber die ganze Geschichte von, ja, die Frau hat das Auto so geliebt. Und ist den ja so gerne gefahren. Und dann sagt sie am Telefon, die Frau, die ich gar nicht kenne, die gar nicht dabei war bei der Abholung, meint so, ja, der kommt aus Dänemark und so. Das ist überhaupt kein Privatauto von denen gewesen, jahrzehntelang, so wie ihr sagt wird. Das ist frisch geholt, aufbereitet und dann verkauft. Also das ist so ein illegales Autoplatz-Ding. Die das über privat laufen lassen. Wegen der Sachmangelhaftung halt, ne? Oder so was. Jetzt haben wir noch zwei andere Autos zu verkaufen. Gut ist ja auch immer vorher ein 88-Jährigen reinzunehmen in die Papiere. Kannst du mir deinen Garagenschlüssel mal geben? Wieso denn das? Für die Tische? Ich brauche Fahrer nach Leipzig jetzt am Freitagnacht. Dann die Platten drauf und dann werden die verbunden hier. Das habe ich auch noch da und dann kommen die Platten drauf. Von diesen Innenplatten, da ist nur leider halt nie gebraucht. Die sind ja alle da. Die was? Von diesen Innenplatten. Also die innen drin sind, damit du da diese Fach hast. Da ist doch so ein. Da gab es jetzt eh falsch drauf, ich wollte anders drauf. Ja, du kannst ja so mal so hingreifen. Hast du dein Zeug noch drin? Ja. Aber eigentlich ganz gut ist. Merkt man gleich, das ist ein anderes Messe-Ding. Das ist
schon hier so mit Mut aus, diese Auszähl. Ja, so ein bisschen ja, natürlich gebraucht. Ja. Kann ich auch was echt durchmachen. Tja, ich meine noch andere Deals, wa? Also die Menge des Fahrzeugs kann ich euch jetzt gerade nicht aufzählen. Würde ich gerne machen. Das ist auch ein nettes Angebot mit dem von Thorsten hier mit dem mit seinem Kumpel da, der da VW schraubt oder nur VW-Teile macht. Das ist ein absolut nettes Angebot. Wir kommen bestimmt gerne darauf zurück, werden wir brauchen. Der zeigt die Liste nämlich gerade nicht da, ansonsten würde ich mal durchsagen. Und eigentlich will ich mich damit ja nicht so weit beschäftigen und belasten, weil irgendwo ist es ja auch Ballast tatsächlich. Abschließend zum Autothema sei nochmal gesagt, er hat TÜV, er hat die 2 Jahre TÜV und wenn der TÜV, wenn der TÜV selbst das jetzt nicht nachbessert, weil ich denke, die werden das machen müssen, weil, wie gesagt, die sind eigentlich in der Pflicht, die haben jetzt so durchgewunken, dann werden wir das nachbessern. Der Verkäufer wird es definitiv nicht zurücknehmen, das ist Fakt. Und das haben wir ja schon gemerkt und wir sitzen jetzt auf dem Auto. Also wir haben das Auto, wir behalten wahrscheinlich das Auto, also zu 90% und werden damit 2 Jahre durch die Gegend gucken. Wichtig ist, dass er natürlich dicht ist, dass es nicht rinregnet im Winter gerade, wisst ihr selber, wenn Feuchtigkeit dann in den Innenraum kommt, das ist eine Katastrophe, dann kannst du überhaupt nicht fahren mit dem Ding. Und dass der Motor halt läuft, dass die Triebe durchhält, so eine Sache. Ja. Und die Scheinwerfer müssen reguliert werden. Das weiß ich eben. Also pass auf, ich kann euch sagen, was mir noch einfällt, was kaputt ist, ist, das Getriebe leckt, ist undicht. Die Scheinwerferstellung ist verschoben, also die sind falsch eingebaut irgendwie oder eben verbogen oder so. Könnte alle, sieht halt stark nach einem Unfallschaden aus, also als wenn der ganze Führerhaus so verzogen ist. Da wurde viel überpinselt und neu gemacht und so, und also was neu gemacht eben nicht, sondern so neu dargestellt. Die Scheinwerferregulierung funktioniert nicht, also sprich, wenn du beladen bist, dann blenden die Scheinwerfer den Gegenverkehr, so kannst du halt nicht fahren, das muss halt gemacht werden. Ja. Die Bremsdruckzylinder, habe ich das richtig gesagt, ist defekt, ist fest, funktioniert nicht. Bremsdruckzylinder, also der sozusagen bei Beladung, dann muss der Wagen ja stärker bremsen, als wenn er nicht beladen ist. Das funktioniert nicht. Die Bremsleitungen sind angerostet und falsch verlegt teilweise. Also die sind, weiß ich nicht, die scheuern irgendwie auf dem Endschalldämpfer. Da scheuern sie natürlich durch. Das ist Quatsch, denn dann hat man ja keine Bremse mehr. Die Anhängerkupplung ist nicht eingetragen, also nicht zulässig, die Räder sind nicht zulässig in Deutschland, die anderen Räder sind total abgefahren, die originalen. Ja, was war noch? Mir fällt jetzt nicht ein. Naja, wie gesagt, undicht ist er, ne? Undicht. Regnet drin. Das war's. Erstmal. So ist das, was mir so einfällt. Wird was alles gemacht werden. Das ist Fakt. Positive Tipps zu sagen natürlich auch darüber. Bremsscheiben, Bremsbeläge, nahe neu. Und jetzt ist vorbei mit Auto. Jetzt. Oh Mann, hör auf, ey. Okay, Bock mehr. Das wird meine persönliche Bastlerkarre werden, offensichtlich. Immer wieder jemand Geld drin pumpen in das Ding. Und irgendwann mal einen neuen Motor spendieren, weil der ist wirklich durch. Also der ist runter. Und heute regnet es wieder mal. Also jetzt ist wirklich der Herbst ist angekommen, absolut. Und da wird wohl wieder mal nichts passieren. Meine Tochter schläft noch.
die eine, die andere spielt im Kinderzimmer und die dritte ist in der Kita und Marlies ist wieder bei einem Termin. Mann! Oh. Also muss ich eh gleich wieder nach oben und gucken, was da los ist. Dann werden wir essen gehen, mal zum Bäcker oder so, ein bisschen raus, ein bisschen Abwechslung. Nicht, die sind immer in der Bude hocken oder so weiter. Wenigstens einmal, wenn es zum Bäcker ist, kurz und irgendwie was. Ach so, nee, sie will ja. Ach man, ich fährt ja los zum. Ja. Mal, es geht heute ins Museum mit den Kindern. Das ist auch schön. Ja, dann bin ich wieder hier. Ach, oh, Alina. Ich armer Kerl. Jo, so ist es. Na, dann erwarte ich doch den ersten Auftrag und schauen mal, was sich da so ergibt. Der ABV kommt. Na? Hey. Was ist los? Was ist los? Was ist hier los? Soll ich weggehen? Nee. Ich dachte, das ist das Arbeiten jetzt, ja? Hm? Das ist das Arbeiten. Was zu tun, Wolfgang? Was zu tun? Ich wollte gestern hier eine Neuigkeit mit euch haben. Warst du eigentlich gestern gedacht? Nee, hatte ich keine Zeit. Gestern hatte ich zu tun. Gestern Morgen. Ja, aber ich wusste nicht. Ich hab doch nichts gemacht. Was ist denn für eine Neuigkeit? Erzähl. Du wüsste ich jetzt nicht mehr. Doch, ja. Alex ist wieder zu Hause. Wie, der ist wieder zu Hause? Ja, Alex ist wieder zu Hause. Und der war dann mit da, war bei den Haaren drüben. Ich dachte vielleicht bis Donnerstag ist raus, da wusste ich, ob du da warst. Bis Abend. Eins kann Berlin. Radwege, die nichts können. Zickzackkurs, Schmalspurweg und Buckelpiste. Ja. Die Straßen sehen aus wie freilich. Da liegt ein Haufen. Der Müll da, ja. Da liegt ein Haufen. Wegnehmen wieder, was? Da war. Ja. Waren Sie das? Haben Sie diese Blumenkästen hier gemacht? Ja. Ich wollte nur mal sagen, das ist total toll. Ja, das danke ist total schön. Ich hoffe immer, wenn ich hier lang gehe. Ja, danke schön, wenn ich das nicht ausrichten. Ja. Vorstellen, gut. Schüler bedroht Lehrerin mit Waffe. Ja, das ist ja mal bloß. Heute Morgen haben wir hier angesagt, nicht gerade, hat einer Polizist mit Messer angegriffen. Ne? Er hat immer so ein paar Fahrradklauen und der Polizist hat den wohl gestellt, um aus der Leben zu kommen. Ist ja aus der Flucht. Alter, das Lageso war eine Goldgrube. Ja. Was heißt das? Wie das hier, das Clan, das haben sie doch hier den. Die Clans von Berlin, wie die Großfamilien Flüchtlinge ausnutzen. Ja, so haben sie das alle gemacht. Das sind doch die ganzen Penner, Alter. Und mit alle runter. Guck mal, Penne. Das Ex-Umspannwerk wird jetzt das Haus für soziales Engagement. Ja, hier. Google Campus. Ja. Ja, die wollen alle. Silicon Valley, daraus wird nichts. Google ist nicht. Die haben Google vertrieben, tatsächlich. Ja. Ist ja ein Ding. Du musst ja total alles kaputt machen. Das alle, sag ich doch, alle paar Jahre mal, war wie schön das war. Da wurde ich hingeschmissen. Ich bin jetzt einholen, ja, Schinkelstraße durchgegangen. Da haben wir drei Tüten von Magde Büsche und Klamotten hingeschmissen. Er denkt, das tut ihnen alles nass. Er denkt, wir will einer noch haben. Bist du heute Abend Büro oder machst du heute Abend wieder mal Zeit zu? Ja, kommt der Kinder, siehst du, ich mach zu und dann müssen wir klingeln. Ich warte doch nicht hier unten die ganze Zeit. Ich bin jetzt auch nur wegen Carsten hier. Carsten will hier noch den Tisch abholen. Der steht da vorne und quatscht. Skunk ist ein Stinktier. Oh, Skunk. Das hat eine Schärfe. Finde ich ja witzig.
Warum? Immer, wenn wir uns unterhalten wollen. Das ist unglaublich. In diesen Momenten immer. Ich hab echt Durst und du? Jo, liebe Leute, was haben wir hier? Eine Fahrradreparatur. Abgebrochener Lenker, Moto Bikane. Jo, das baue ich jetzt mal aus, baue das um und dazu haben wir noch gratis mit dabei. Defekte Tretlager. Ein Tretlager, was wahrscheinlich schon seit Urzeiten kein Fett mehr gesehen hat. Mache ich auch noch. Ne? Also. Jo, dann bis gleich. Aber zwischendurch mache ich jetzt erstmal ein plattet Kinderrad fertig. Ja, mit der Kamerahaltung. Kamerahaltung, genau. Ich bin für faire Kamerahaltung. Mit der Kamerahalterung hier oben drüber, das hatte ich ja schon mal in Betracht gezogen, geht allerdings auch nicht so einfach, weil ich habe ja da eine Ablage da oben, aber ich vergesse das dann auch manchmal dahin zu stellen und der Tag läuft doch auch einfach so durch und ich habe ja die Kamera mal hier, mal da, mal mit dabei und so und dann vergesse ich es halt, dann ich habe nicht so diese festen Punkte, dass ich stelle die mal dahin oder dahin, sondern ich versuche ja immer wieder auch mal was Neues. Und deswegen bitte ich um Nachsicht. Manchmal bin ich halt auch von hinten drauf, obwohl ja mein Rücken ist ja meine Schokoladenseite. Und deswegen, von vorne sehe ich ja nicht so appetitlich aus, aber von hinten bin ich echt zum Anbeißen. So, deswegen, manchmal ist es da oben drauf und ich hätte auch gern so eine Apparatur wie so ein Scherengelenk oder so ein Scherenarm. Das ist schon, was ich meine, wie so eine alte Werkstattlampe, ja, wo man die Kamera so ruf stellt und so und wo man das dann hin und her fahren kann, hin und her ziehen kann, was einfach da oben an der Wand dran ist, so wie so ein Gelenkarm halt im Grunde genommen. So was hätte ich sehr gerne, habe ich aber nicht und habe jetzt auch nicht die Zeit, mich darum zu kümmern, das zu bauen. Deswegen schleppe ich euch immer hier mit rum und stelle euch mal hier ab, mal steht er hier oben drauf. Das ist bisher die beste Position, das ist nur einmal kompliziert, ich vergesse die Kamera und es schwingt. Manchmal steht die aber auch hier oder hier oder eben da, da, überall. Manchmal eben auch hier oder hier. Altbekannte Positionen, 1000 Positionen gibt es. Das ist meine Lieblingsposition. Wenn ich dann aber hier bin und hier so vor dem Fahrrad arbeite, dann sieht man meinen wundervollen Rücken. Also, wir machen es mal so. Immer wenn mein Rücken zu sehen ist, ist ja quasi eine breite Werbefläche. Ich habe einen ziemlich breiten Rücken. Da ist jetzt so, ne, eine breite Werbefläche. Ich würde meinen Rücken als Werbepause auch anbieten. Ja? Also wenn jetzt irgendjemand Lust hat, sozusagen, ja, und möchte sich gerne hier auf meinem Rücken, ja, der kommt ja gut zur Geltung dann immer so, möchte ja gerne auf meinem Rücken irgendwas seine Werbung haben. Können wir machen, lässt sich drüber reden. Kostet denn halt ein bisschen Pignonse. So, jetzt reden wir mal über Werbeeinnahmen konkret. Also. Ich will mich ja nicht festlegen, aber sagen wir mal 500 Euro im Monat, das ist gut, 500 Euro im Monat. Hier im Laden allerdings nur, beim Schrauben ein Werbeschildchen auf dem Rücken. Mach ich mal testweise. Also wer möchte das machen? Lass mich gerne sponsoren. Pro Monat 500 und allerdings nur hier im Laden, nicht draußen. Und die Klamotte muss mir natürlich zugeschickt werden in XXL. Also das ist 3XL, aber XXL nehme ich ein Pullover oder ein T-Shirt oder dergleichen. Ne?
Manchmal reicht auch XL. Muss man halt sehen. Ja? Klamotte zuschicken, dann habt ihr das Logo hinten drauf. Und das ist mein erstes Angebot an Werbe, dass ich endlich mal der Weg zum Millionär mit 500 im Monat. Wird das lange dauern. So, dann ist die Rückenfrage auch mal geklärt. So können wir den Rücken immer, wenn der Rücken einblendet ist, als Werbepause verkaufen. Das ist doch auch nicht schlecht, ne? Und das ist eine Werbung, die vielleicht nicht so unangenehm ist, wie jedes Mal, wenn das Video dann aufhört. Diese YouTube-Werbung, ne? Das Video hört auf so und so. Und dann kommt irgendein Scheiß, der ja nicht dazu passt. Irgend so eine Werbeanzeige von irgendeinem Spinner oder so. Ja, also insofern ist ja immer noch der Tommy von hinten. Und trotzdem geht das Video weiter. Tolle Sache. Ja, so machen wir das. Ne? Am Ende laufe ich so rum, wahrscheinlich wie diese ganzen Rennfahrer, die dann die Seite ihres Arms verkauft haben, den Kragen hier verkauft haben, links, rechts, jeweils, ne? Die Mütze, Fackelmann, wisst ihr ja, Axel, Old Axel. Dann noch hier vorne, links, rechts, was kann man noch verkaufen? Na, den Rücken, na klar. Weiter kommt ja hier nicht in Betracht. Die Vorderseite meines Cappies natürlich noch, also die, was eigentlich die Hinterseite ist, kann man auch noch verkaufen. So eine Sache. Da bin ich eine totale Werbefigur. Oh ja. Gut. Jetzt mal wieder mit Ernsthaftigkeit zurück zum Thema Kinderrad. Kinderrad ist platt. Machen wir. Rücken. Ja, ich habe kein Problem damit, wenn mir einer die Klamotten stellt sozusagen. Also das muss natürlich im Sommer müssen es ein paar mehr Klamotten sein, weil ich wechsle ja auch. Da ist ja nicht nur ein Pullover oder so ein Scheiß. Aber bitte, ja, das ist mir doch scheißegal. Nur halt kein, wird trotzdem drüber gesprochen. Ja, nicht anzügliches oder sowas, außer zum Anziehen. Weiter nicht. Und ich muss immer noch Ja sagen oder Nee sagen dürfen. Ernst? Simpel. Ich schraube mal den Ständer fest. Der Ständer ist locker. Um Gottes Willen. Gut. Bauen wir hier das Hinterrad aus. Ja, ist mir schon klar, wir wollen das sponsoren hier, Alter. Die Kellerlaune hier. Die. Wie gesagt, privat würde ich sowas nie machen. Aber im Geschäft, na, warum nicht? Ich meine, ich habe hier genug Marken um mich rum. Na? Also das ist ja auch totaler Quatsch, wenn einer sagt, nee, das mache ich nicht. Das ist ja Blödsinn. Ich arbeite hier mit, hier, auch. Das ist auch Sponsoring, hier. Aldi. Das ist Aldi. Ich glaube, die Firma existiert noch. Und das Ding, das ist die beste Werbung, die Aldi machen kann. Dass das Ding hier ist schon 50 Jahre alt na, und funktioniert. Das ist ein bisschen gerissen hier vorne, aber das hält trotzdem. Bessere Werbung geht ja nicht. Also insofern Werbung rund um Pegasus kann mich auch mal sponsern, weil es ist ja auch ein Pegasus. Die könnten mich auch langsam mal sponsern. Das ist ja nur eine Vertriebsmarke, aber können sie auch mal machen. Ne? So oft wie ich die repariere, dann sage ich auch nichts Schlechtes mehr über euch. Nee, ist natürlich Quatsch. Bleibt trotzdem immer noch die Wahrheit zu sagen. Was Schrott ist, kann ich auf immer Gold werden, auch nicht durch Geld. Ja, durch viel Geld kann man aus Schrott auch Gold machen. Ich habe einen schönen Pegasus aufgebaut, wenn ihr euch erinnert, Carsten sein Rad.
was nicht für Carsten ist eigentlich, was Carsten jetzt aber trotzdem fährt. Wenn ihr euch daran mal erinnern wollt, habe ich gekauft für, weiß ich gar nicht mehr, war ganz wenig. Aber erhalten geblieben ist nur der Rahmen, nur der Hauptrahmen. Der Rest ist alles ausgetauscht worden und ist ein richtig geiles Rad geworden. Hat mir richtig gefallen, war ein guter Aufbau in diesem Jahr. Und Carsten fand das dann auch so gut, ich glaube, wollte Carsten ja nicht mehr verkaufen, weil es viel zu teuer war, aber der fand das am Ende auch so gut, dass er sagt, ja, nehm ich, kauf ich, will ich haben. Soll mit Pro fahren, die Fahrt, sein Rad. Mit Zweigangschaltung drinne. Total genial. Jo. Naja, in diesen Reifen liege ich auf alle Fälle sitzt als Anti-Plattband hier mal drin. Diesen alten kaputten Schlauch. Aber erstmal schaue ich, ob ich so ihn überhaupt darf in neu. 20 Zoll ist die Karte. Brücken! So, der letzte Schlauch, den ich habe. Ach, und da trage ich ja auch nicht alle Farben, also bitte schwarz. Als Grundfarbe. Wenn es was einfarbig sein soll. Ja, ich habe da sehr viele Bedingungen. Ist mir scheißegal, ob das euch Geld kostet. Dafür seid ihr ja auch zu sehen. Vor allem die Leute, die sowas machen, die sich das leisten können. Das ist mir sowieso egal, denn. Es sei denn, die machen gute Produkte. Dann können sie sich ja herausstellen mit irgendwas, ja. Dieser Vertrag. Ein geliehenes Rad. So, tja, jetzt will ich gerne die Mika erreichen, weil ich bin morgen ja nicht da, morgen früh, morgen Vormittag. Morgen bin ich erst ab 16 Uhr hier im Laden. Weil ich morgen mit meinen Kindern zusammen ins Museum hier tatsächlich, ins Naturkundemuseum. Neue zum Auto gibt es auch wieder zu berichten. Das Neueste zum Auto ist, der Dennis hat einfach beschlossen. Der Dennis hat jetzt einfach mal beschlossen, wir behalten das Auto. Habe ich gar nicht dagegen, finde es nur trotzdem, ehrlich gesagt, doof, dass im Grunde genommen die damit durchkommen, mit dem Scheiß. Ich meine, im Endeffekt müssen wir das ja trotzdem reparieren lassen. Aber wir haben jetzt auch keine andere Wahl. Wir müssen das Ding zulassen und brauchen ein Auto. Das ist Fakt. Oh, mir ist es recht. Mir ist es recht. Ich habe jetzt auch kein Geld, irgendwie nochmal irgendwie 5000 Euro. Aber so vielleicht aufzubringen für ein anderes Auto. Das habe ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt das Geld, was ich jetzt noch habe, ist das Schulgeld für nächstes Jahr für meine Tochter. Und dann brauche ich ja nochmal Schulgeld. Also das darf ich nicht rangehen. Ja, das wäre ein Ding.
Mann. Ja, hat die sich erörtert. Also, falls guten Leute zuschauen, da habt ihr gut gemacht, habt ihr fantastisch gemacht, seid da wirklich an solche Leute geraten, die eigentlich nur ehrlich meinen auf der Welt und eigentlich nur aufs Ehrlichste hoffen und so, und habt da wieder mal gute, eher, wie sagt man, ehrwürdige Leute abgezogen mit eurem Scheiß da. Dreckskarre, ey. Na klar, das ist ärgerlich und alles und diese ganzen Rennereien, die man damit hat. Und, aber ich meine, dann hätte ich von vornherein vielleicht auch ja nicht gemacht, wenn ich, dann steige ich mich da auch nicht so rein. Na gut, dumm gelaufen. Kopf in den Sand steck, Modus. Ich bin ein bisschen auf den Sack, ey. Irgendwann, wenn ich in der Nähe bin, da bei denen. Naja, ne? Also ich weiß das jetzt nicht so schnell, ehrlich gedacht, aber also passiert irgendwie nochmal. Na, ist ja. Mit gehangen, mit gefangen, jetzt ist das so, Auto wird behalten und fertig. Wenn man den ordentlich behandeln würde, den Wagen, ein bisschen aufbauen würde, würde man den ja auch zum gleichen Preis wieder verkaufen können, dann in 2 Jahren. Aber ich weiß, dass wir ihn nicht ordentlich behandeln werden können. Einfach nicht können. Das geht nicht. Der wird hoffnungslos überladen werden jedes Mal und alle. Dann habe ich jetzt in 2 Jahren 5.000 Euro abgeschafft, oder nicht 5.000, dann kriegst du vielleicht mal 1.000 dafür. Das ist ja pro Jahr 2.000 Euro abgeschafft. So, pro Jahr 2.000 Euro abschaffen, das ist ungefähr einen Monat pro Jahr umsonst zu arbeiten. Kann man sich eigentlich so nicht leisten. Und das bezieht sich nicht auf eventuell anfallende noch Reparaturkosten. Fertig. Na gut. Fertig, das andere Ding mache ich morgen. Ich habe überhaupt keinen Bock gerade irgendwie. Vielleicht mache ich den auch noch neu her. Mal schauen. Nach einer Gabel wollte ich noch mal gucken hier für den Herrn Behrens. Herr Behrens. Ich schaue nach einer Gabel.
Ja, Kanuga eigentlich. Ja. Ist ja wahrscheinlich auch eine Stadt oder irgendwas. Ich weiß es ja nicht. Aber ein Achtel mit Schraubgewinde. Was hat er geschrieben? 17 Zentimeter. 17 Zentimeter. Ja. Das ist er wahrscheinlich. So was suchst du, ne? Ein Achtel Schraubgewinde. Das ist eigentlich eine günstige Gabel. Ich weiß ja nicht, die müsste auch bei BBF drin sein im Katalog. Musst du mal schauen. Ich weiß ja nicht, was die kostet. Ich verkaufe die Logo für 20 Euro oder sowas. Oder habe ich die nicht drin im Katalog? 370264. Also die Gabel existiert noch im Katalog bei BBF auf alle Fälle. Ich finde sie auch gleich, wenn der Computer sich irgendwann einloggt. Nicht lieferbar, tatsächlich, ja. Ist nicht mehr lieferbar. Ich habe noch eine hier. Ich meine, die wird sogar teuer angeboten. 27 Euro ist der Verkauf. Lumi ist nicht da, Tommy ist da. 27 Euro ist der VK und jetzt ist sie hier schon. Also für 20 Euro würde ich sie dir geben können. Ist neu, aber mit dem Rauchspuren. Hallo! Kinder zu mir. Wir wollen sie alle nicht. Hauen sie alle ab. Insgesamt ist sie jetzt bei 21 cm und die Winde geht bei 9,5, 9,7, 9,8 los. Also das passt. So, jetzt sehe ich kurz nach oben mit meiner Family. Also, sag Bescheid, ob du die haben willst, ja oder nein. Eine ist nur da, ansonsten sind sie nicht lieferbar mehr bei mir. Ja, ja! Was hast du? Ich hab Musik. Du hast Musik? Hier. Ach, guck mal. Hier ist Musik. Wow. Das war das. Ein Baby-Handy. Ja, Baby. Zeig mal. Da ist ein Hund. Zeig. Ein Hund. Wo, da? Hier. Ja. Hund. Wow. Ich zeig dir Lumi. Ja, ja, du musst unbedingt Lumi zeigen. Warte mal. Also Bescheid sagen. Die kannst du hier. Kann ich da? Ja. So? Ja. Super. Hältst du auf? Nö. Willst du dich aufhalten? Mama, rein. Halt mal die Tür fest. Halt fest. Genau, super. Das ist so gut, oder was? Ich habe ein Handy. Mhm. Ich habe ein Handy. Zeig mir. Guck mal. Musik. Kann ich mal gucken? Und die zeigt euch das noch. Die wird es jetzt intensiv euch vorführen. So, hier ist ein Hobbit. Marlies, du hast so sehr lecker gekocht und das war ja ein sehr aufwendiges Mahl. Das hast du sehr gut gemacht. Ja. Was ja? Heißt denn hier ja? Ich würde nicht sagen, was ich schon weiß. Achso. Ich wollte es mal für die Kamera wiederholen. Ich habe mir schon gedacht, dass das gestellt ist. Ja. So eine Fake-Aufnahme. Kann ich noch den Kühlschrank sauber machen? Ja, toll. Liebling. 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 Was hast du denn da eigentlich? Mein Passwort. Wieso denn bitte? Das ist wahrscheinlich nötig, war. Kriegt die Krise. Thank you.
Na gut, okay. Dann gehen wir mal kurz noch mal drüben arbeiten. Ist kurz nach 7. Warum kommt der Kinder seine Räder abholen? Oh, die Katze. Oh, hast du gekotzt, Mizi? Jetzt gerade? Oh, ja. Was ist jetzt gerade passiert? Ey, das Futter ist nicht für sie. Das ist doch jetzt seit dem Futter alles so. Nee. Ah, doch nicht so extrem. Was ist denn bitte? Jo, Mensch, nette Kommentare hier von dem One-Speed-Treiber, also wirklich. Die sind gerade an der Ostsee und genießen den Fahrradsalon. Das finde ich schön. Also nochmal Grüße an euch. Ich sitze hier gerade am Computer, habt ihr jetzt gerade live gesehen und gleich mal beantwortet und mich bedankt für die Treue. Haben sie gleich zurückgeschrieben. Ja, und schön, dass du auch in echt so bist, wie du dich, wie du in den Vlogs rüberkommst, also dass es nicht die Schauspieler ist, haben sie gemerkt, naja, das wäre mir auch ein bisschen zu anstrengend, ehrlich gesagt, das zu Schauspielern. So krank muss man sein, das kann man nicht schauspielern. Also, wie gesagt, habt viel Spaß da oben an der Ostsee. Und ich würde mal sagen, an alle anderen, ich verabschiede mich heute. Heute ist nicht richtig was passiert, ihr wisst da Bescheid, ihr habt ja gesehen, mit dem Auto ist geklärt, behalten wir. Dann bin ich jetzt so ein bisschen am gucken gewesen, jetzt hier gerade am Computer wegen Logos, also wegen dem Logo für die Firma. Das geht jetzt einfach so weiter und dann ist das gut und wir lassen uns da, also ich lasse mich sowieso nicht unterkriegen und so und alle anderen, die sich da vielleicht ein bisschen von sowas immer beeinflussen lassen oder runterziehen lassen. Eigentlich, liebe Leute, sowas kann immer passieren, so ein Rückschlag oder sowas, ja. Aber davon sollte man sich nicht beeinflussen oder runterkriegen lassen. Und ich schon gar nicht, ey, um Gottes Willen. Ey, scheiß doch drauf, ist doch real. Ich bin im Leben immer alleine, klar, ich komme irgendwie so, das funktioniert immer. Man muss einfach nur dranbleiben. Also alleine kommt man nicht immer klar, aber solange man dranbleibt und nicht aufgibt, ist das alles möglich. Ist doch alles real, was soll's? Na, wenn es nicht möglich ist, die letzte Instanz, dann hast du halt deinen Meister gefunden, ne? Dann ist es halt so. Aber bis dahin ist alles möglich und ich werde alles versuchen. Und warum soll ich es nicht machen? Also, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch jetzt hier heute. Obwohl noch eine Stunde Zeit ist, eine Viertelstunde, aber ich habe ein bisschen was zu tun noch. Ich muss noch ein bisschen was suchen. Das Logo muss endlich fertig werden und meine Kinder hüpfen die ganze Zeit hier durch die Gegend, um die muss ich mich auch noch ein bisschen kümmern. Schneiden muss ich das Ganze noch und wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen im Laden gibt es diesen Motobikan-Umbau. Den machen wir morgen. Also was heißt ein Umbau? Den Lenker müssen wir ersetzen. Habt ihr ja gesehen, der ist kaputt. Und das Tretlager müssen wir checken, definitiv. Lenker ersetzen, Bremshebel ersetzen, Bremszüge ersetzen. Ist bei dem Rad Tretlager auseinanderbauen und gegebenenfalls auch ersetzen. Das wäre im schlimmsten Fall dann wird ziemlich teuer. Ansonsten hält sich das alles noch in Grenzen. Gut, bis dahin. Und hier der Kollege, der wie hieß er? Behrens. Na, wie heißt er denn jetzt? Jetzt heißt Dieter. Dieter Behrens, der hat doch. Der Dieter Behrens. Ich habe diese Gabel. Du hast die Nachricht wirklich zweimal geschrieben. Ich habe einmal geantwortet drauf. Bitte antworte mir, ob du die Gabel haben willst oder nicht. Ja, und dann, wenn ja, dann. Ich weiß ja nicht, ob du. Kamst du aus Berlin? Also, wenn nicht, dann muss ich sie dir zuschicken irgendwie. Müssen wir mal schauen, ne? Also, macht die Tüte. Bis morgen. Wir sehen uns. Freut euch auf morgen, auf den Umbau. Bis dann. Ciao. Euer Tommy. Warte, ich vergessen habe zu sagen, es tut mir leid, ich kann mich nicht von euch trennen. Ich habe vergessen zu sagen, morgen bin ich ja im nochmal darauf hinzuweisen, ich bin morgen im Museum. Ich bin morgen im Naturkundemuseum mit meinen Kindern. Nicht sauer sein, ich werde alles nachmittags machen. Und Annika, es tut mir unendlich leid, ich würde dich gerne erreichen, aber ich habe keine Telefonnummer von dir nirgendwo.
sonst würde ich dich anrufen und dir sagen, dass das morgen nicht klappt, weil ich muss ins Museum gehen mit meinen Kindern. Muss einfach so sein. Das ist halt auch wichtig. Und das tut mir echt unendlich leid. Und aber was soll ich machen? Ich krieg dich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst. Nicht, weiß ich. Scheiße, hoffentlich fährst du am Laden nochmal vorbei, bevor du jetzt Essen machst und so. Und wenn nicht, dann komm am Nachmittag vorbei. Ab 16 Uhr bin ich da und dann kannst du mich auch zusammenscheißen. Ist mir auch egal. Ja, also bis morgen. Ciao.